So, ich habe mich jetzt hergebeamt zu diesen Außenposten da in der Nähe von Willis, zu dem ich ja muss. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, schauen wir mal. Aufgefüllte Munition, alles mit dabei. Oh, hier gibt es übrigens einen Rakiat-Auftrag, den ich noch nicht gemacht habe. Kann das sein? Vielleicht noch schwarz. Was gibt es denn hier zu tun? Ja, habe ich schon gehabt. Knochenbrecher. Nö, das habe ich schon gehabt. Brauche ich nicht. Also, weil er schwarz ist, das habe ich nicht gehabt. Habe ich schon gemacht. Wenn es rot ist, habe ich es noch nicht gemacht. Genau, wollte ich mal schauen. Ich glaube, da auf der Karte habe ich irgendwo noch. Da ist ein Rakiat-Auftrag, den ich noch nicht gemacht habe. Was gibt es denn da? Prüfung der Rakiat. Nee, wollen wir jetzt nicht. Ja, wir haben den Flammenwerfer mitgenommen. Einfach ein bisschen zum Brutzeln. Wieso laufe ich eigentlich zu Fuß? Weiß nicht, scheide mit dem Fahrzeug. Da ist ja nicht weit. Gut. Das schaffen wir schon. So, hier durch Nacht und Wind. Ah, sind wir auch schon da. Ich glaube, irgendeinen Transport muss ich da abfangen oder so. Ich brauche einen Aussichtspunkt, bevor dieser Austausch stattfindet. So. Hier ist ein Aussichtspunkt, wo ist der? Ah, ganz drüben da. Wir fahren am besten die Straße einfach entlang, oder? Oh, 1 Minute 30. Ah, das läuft auf Zeit. Okay, na dann werde ich mich beeilen müssen. Ich hoffe, ich war jetzt richtig da. Keine Ahnung, ich habe es gar nicht mehr in Erinnerung. Aber ich glaube, das kommt schon hin halbwegs. Oh, Entschuldigung, Büffel. Entschuldigung. Ah ja, das geht. Die Richtung ist schon mal nicht schlecht. Und da bin ich schon. Oh, sind Feinde! Komm aufs Geschütz rauf, wo ist er denn? So, das muss ich mal beeilen, oder? Da gibt's Munition. Und was gibt's da für ein Gewehr? Was ist das da? So. Wo ist Oliver? Was muss ich machen, oder? Ah, okay, schauen wir mal. Lieber warten, bis ich ihn sehe. Oh. Ein Blackhawk. Schön erkennbar an dieser Heckflosse. Oh, da kommt jedes Menge an Gefolge. Ich kann nicht auf die Waffe umschalten. Was ist da los? Lasst ihn in Frieden, ihr Arschlöcher. Okay, momentan kann ich noch nichts machen. Ich muss mal zusehen, wie sie ihn quälen. Die dürfen Olli nicht in den Heli bringen. Einer weg. Lauf, Olina, los! Ja, kannst du schauen, ist mir wurscht. So, bleib da. Oh, das ist eine geile Knarre. Ah, daneben, Scheiße. Ich sehe nichts, da ist er, ne? Ah.
Ach Mann, also immer diese Zielhilfe da, die da automatisch dabei ist, ist schon sehr nervig. Ah, Oliver wurde getötet, das habe ich nicht mitbekommen, verdammt. Mann, probieren wir es nochmal. Wieder nicht so, dass alles auf Anhieb klappen muss, ist ja langweilig, ja. Das darf ein bisschen schwerer sein. Aber es hat mich irgendwie in dem Zoom verloren, ja. Ist aber nicht so richtig das Umfeld beachtet. Das ist immer ein gefährlicher Sniper. Das sieht man auch bei Battlefield immer wieder, wenn der Sniper irgendwo liegt und durch sein Fernrohr guckt. Was einfach oft das Bild für das Rundherum verliert. Dann muss ich da warten, bis ich was machen kann. So, jetzt oder was? Die dürfen Olli nicht in den Heli bringen. Lauf, Olli, na los! Oh, der ist schon angeschlagen. Und wie aber? Ach Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist denn er überhaupt? Da ist er. Lauf weiter! Ah, jetzt kann ich schauen. Siehst du das? Jetzt sehe ich es da. Bleib da, komm her nochmal. Ah, daneben. Fuck. Ach, ja, den haben wir getroffen. Getroffen. Ah, zwischen die Arme schieße ich ihm durch. Lauf weiter! Soll man nachladen oder so? Rückseite. Ah, pass auf, da schieße ich jetzt her, da schieße ich her, das Fass da. Wo ist noch einer? Ah, da kommt einer. Haben wir auch noch einen. Genau in die Eier geschossen, sehr schön. Und dann? Ah, da. So, wohin läuft er, wohin läuft er, wohin läuft er? Ah, komm jetzt da mal da. Oh, da fliegt diese Munitionskiste in die Luft. Schieß halt! Ach, jetzt hab ich nachgeladen. Das hüpfen wir runter. Hopp! Wo ist er? Da ist er. Junge, mach hinne! Hey, komm her schon. Ey! Danke fürs Rausholen. Ey, krasse Tattoos, Mann. Und das fällt ihm wieder auf. So ein Hirsel. Unglaublich. So, komm her jetzt, Burschen. Wo seid ihr? Ein Boot! Wo? Halt das Boot gerade! Wo? Was denn? Ich versuch's! Was? Wo muss ich hin? Schwimmen die da im Wasser oder was? Trucks nähern sich auf der Straße! Oh. Überall! Schnell sie ab! Hackeln nicht so mit dem Boot da! Und ruhiger halten! So kann ich nicht arbeiten. Komm, gib Gas, Bursche. Fahr. Hubschrauber, na den brauche ich. Scheiße, Mann, Hubschrauber! Muss ich ja runterschießen, oder? Na bitte, geht doch. Oh.
Boot. So, abgeräumt da. Das war's, Olli. Ui. Du hast mich gerettet. Und die haben meinen Vater erpresst. Der wollte denen ein Riesenvermögen zahlen. Alter, die hätten dich auch als Sklave verkauft, wenn er gezahlt hätte. Oh, Scheiße. Alter, was für eine mega Scheiße, Mann. Weiß nicht, ob ich klarkomme. Ich kenn dich, Olli. Du bist stärker, als du denkst. Komm mit mir, ich weiß, wo du in Sicherheit bist. Na bitte, wohin geht's? Dr. Ernerts Haus oder so? Hm? Mal schauen, in die Richtung irgendwo. Olivers Rettung. Oh, Erfolg freigeschaltet. Befreie Oliver von den Piraten. Haben wir gemacht. 2000 Erfahrungspunkte. Na bitte, wird der nächste Fähigkeitenpunkt nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Daisy! Ich hab Oliver! Hey, Olli! Hey, Mädels! Schön, wieder bei euch wie zu schön, sein. Dass es dir gut geht. Oh, ich fliege wie ein Vogel und das Gewächshaus brennt. Oje. Wo sind wir hier bitte gelandet? Wow, das Zeug haut mächtig rein. Will noch jemand ziehen, bevor ich ihn ausmache? Ja, ich. Hey, ich bin in einer Sekunde da. Es ist ja wie im Himmel. Hey, Jason, kannst du mal eine Sekunde kommen? Ich muss dir was zeigen. Ich muss dir auch was zeigen. Komm. Hey, ich mache ein Kreuz für Grant. Danke. Ich hatte bisher keine Zeit. Wir müssen reden. Werden wir. Nur nicht jetzt. Ich muss Riley finden. Wenn dem Jungen irgendwas passiert... Passiert mir. Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Ich sag ja nicht, dass du sie nicht retten sollst, aber ich mach mir Sorgen, es verändert dich. Lisa, keine Angst. Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Das stimmt, das ja. Das ist doch was Gutes. Daran haben wir hart gearbeitet und ich habe dir einen Studiojob besorgt. Ich habe Steve. Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen. Das ist mein Weg. Ich muss ihn alleine finden. Okay. Okay. Verstehe, du bist gestresst. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Jetzt geh. Bevor ich dich wieder aufhalte. Die ist beleidigt. Eindeutig. Wenn eine Frau sagt, geh, dann ist sie beleidigt. Was gibt's denn hier? Ein bisschen was zum Jausnehmen? Oder was sind das da alles? Ob das eine gute Idee ist jetzt da? Eat me? Oh. Was habe ich mir da jetzt eingeworfen? Die rote und die blaue Pille kenne ich ja nur von Matrix. Vielleicht habe ich da jetzt irgendwas gefunden, was ähnlich ist. Was habe ich da jetzt getan? Jo, aber es war nur eine Kuh, die auf eine scheiß Mine getreten ist. Und wo war Colby bitte? Das war das Beste. Er hatte sich verdrückt für eine Nummer. Und die Alte ritt ihn so wild, dass er ohnmächtig wurde. Siegmann, bringt mich echt ins Grüne. Ja, klar. Wo du das nächste Gras Das sind die lustigsten Geschichten, Oliver. Die anderen würdest du nicht glauben. Bin gleich zurück. Hey, holst du noch ein Bier? Bring mir ein Bier. Hey, du Sack, ich bezahl die Runde nicht. Greif, Baby, gib ihm Geld. Gib ihm was. Bier? Na gut, ich geb dir Geld. Ja, gib mir das okay, Geld. Okay, wer will Geld? Ich hab tonnenweise Geld. Hier, Leute, will noch einer Geld haben? Kohle! Nee, danke, Schatz. Kohle! Was ist denn los? Okay, was ist das jetzt Schräges? Vergiss Bier. Was trinkt man hier in Bangkok? Den Mai Tai. Vergiss es. Ich nehm Sambuca, Schatz. 5, 6, 7. Frauenprobleme? Oh, sagt sie das? Ehrlich, Jason, verdirb's dir nicht mit ihr. Ich bring kurze. Also das, genau das brauche ich jetzt. Dann rein mit den kurzen. Hey, Baby. Moment, Moment. Moment. Pass auf, nicht schlabbern. Okay.
Schluck, Schluck, Schluck. Danke, geschafft. Baby. Yeah. Oh, shit. Auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein. Oh, wo zur Hölle ist der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Ja, da geht's ja ordentlich ab. Party People. Ja, was hat's ihm gebracht, den Jason? Gar nichts. Jetzt muss er Verbrecher jagen, Gangster jagen, Piraten jagen und seine Freunde befreien. Und das Ganze, ja, mit schwerer Bewaffnung. Gott sei Dank, sonst hätte es das Game nicht gegeben. So, was ist los? Er wird munter. Okay, guter Stoff, Muchacho. Oh, da bin ich irgendwo anders, oder? Kann das sein? War ganz woanders. Oder? Nö. Das ist schon die Höhle, wo wir waren. Ah ja, drüben spielt er blöd herum. Ja, dann nix wie raus hier. Wir verlassen die Höhle und schauen, wie es weitergeht. Ja, aber wie es weitergeht, das seht ihr beim nächsten Mal. Für diese Runde soll es wieder genug sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr immer wieder dabei seid hier bei Far Cry 3. Und ja, schenkt mir mal wieder einen Daumen hoch. Erzählt von mir weiter. Es freut mich immer wieder, wenn ich höre, so, oh, hab gehört, dass du da bist und so weiter. Und ich will da mitmachen und so. Eine tolle Sache. Und ja, das war's. Tschüss. Ciao. Euer Bitwalker. Wie ist sein Name? Bark. Also sein Name ist Buck und er ist hier für einen Fuck.